Germany itu. Andy. Eh, telepon apa? Telepon Wir stehen hier auf dem Sportplatz der Argon 08 in Düsseldorf und ich spreche eben hier mit der Frau Heike Pogarnas von der Ergo. Was meinen Sie, mit welcher Intention geht Ihre Instanz, die Sie eben hier vertreten, in dieses Projekt hinein? Also ich vertrete ja hier ein Unternehmen aus mehreren Bündnispartnern, die Ergo-Versicherungsgruppe, wir haben ja sonst noch die ARAG, wir haben noch die Henkel-Stiftung dabei und Kunst und Kollegen und wir haben uns nach dem Sturm Ela 2014 zusammengetan, weil die Stadt Hilfe brauchte bei der Wiederaufforstung und wir gesagt haben, der Solidargedanke zählt eigentlich. Da können mehrere zusammen mehr machen als nur einer. Und deswegen haben wir dieses Bündnis Blickwinkel ELA gegründet und haben dort hier in Düsseldorf an verschiedenen Standorten schon Wiederaufforstungsprojekte unterstützt. Und wir haben dann, als das Thema Flüchtlinge aufkam und das auch wieder eine hohe Belastung für die Stadt Düsseldorf war, gesagt, wir würden auch gerne im humanitären Bereich etwas machen. Wir würden gerne dort auch unterstützen und so kam die Idee des Projektes Kickwinkel zustande, letztlich als Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen. Das heißt, jetzt dieses konkrete Projekt, welches bezogen ist auf Fußball, auf Sport, hat sich aber entwickelt aus einem Vorgängerprojekt. Letztlich schon, genau. Wir sind ursprünglich zusammengekommen, weil wir gesagt haben, nach dem Sturm Ela wollen wir für die Wiederaufforstung etwas machen. Die Stadt muss wieder das Bild bekommen, die Gartenstadt Düsseldorf muss wieder Gartenstadt werden. Und so ist die Idee entstanden, als Unternehmen, die hier ansässig sind in Düsseldorf, fest verwurzelt sind seit Jahrzehnten, dann auch einen Beitrag zu leisten. Wie sehen Sie denn jetzt hier den Aspekt der Nachhaltigkeit in dem Projekt? Was passiert, wenn eben der Zustrom Flüchtlinge zunimmt? Also dieses Projekt Kickwinkel startet ja jetzt zum 2. März offiziell und ist ausgelegt auf 3 Jahre. Das ist allen Bündnispartnern wichtig gewesen, weil wir gesagt haben, wir möchten auch langfristig Erfahrung machen in diesem Projekt und wir möchten auch den Teilnehmern, also den Jugendlichen an diesem Projekt, eine langfristige Perspektive bieten. Deswegen ist der Aspekt der Nachhaltigkeit in diesen Projekten immer ganz wichtig, auch wenn man zum Beginn solcher Projekte nie 100% sagen kann, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Der Nachhaltigkeit gesprochen, insbesondere was die Perspektive eben der einzelnen Flüchtlinge angeht. Welche Maßnahmen und Methoden schlagen Sie denn als Projektleiter des Projektes vor? Ja, zunächst mal bin ich natürlich zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber grundsätzlich haben wir den Verein Argon 08, der auch noch 3 Buchstaben davor stehen hat, das DJK, ist ein christlicher Verein, eine christliche Gründung aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Deutsche Jugendkraft, ist ein starker Partner in jeder Beziehung. Wir sprechen da über 1100 Vereine in der Bundesrepublik Deutschland. Und da gilt es jetzt drauf aufzubauen. In Schritten, die vertretbar sind natürlich, aber mit 25 Jugendlichen können wir nur den Anfang machen, hier in Düsseldorf. Quasi Düsseldorf zeigt den Weg, das wäre mein persönlicher Wunsch. Das heißt, Sie denken nicht nur in kleinen Kategorien, sondern Sie denken schon auch etwas weiter. Sie denken nicht nur auf Düsseldorf bezogen, sondern auch bundesweit. Wir denken auch schon daran, insgesamt auch breiter zu agieren, auch in verschiedene gesellschaftliche Schichten hinein. Wir denken eben bundesweit.
Unbedingt, da müssen wir in die Richtung müssen wir hin, aber auch Deutschland ist vergleichbar klein, denn wir haben ja hier mit einer europäischen Aufgabe zu kämpfen. Da ist mir selbst Deutschland zu klein für. Aber auch hier kann nur gelten, Düsseldorf zeigt den Weg, Deutschland folgt und die anderen Länder werden sehen, wie es hier läuft bei uns. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einem oder ja oder noch schneller, dass wir 20.000, 30.000 Jugendliche in so eine Sportmaßnahme integrieren können, mit starken Partnern, wie zum Beispiel die DJK-Vereine. Ja. Das heißt, Sie sehen sich da nicht nur als Initialzünder, sondern eben auch als jemand oder als eine Instanz, die eben über längeren Zeitraum hinweg eben dieses Projekt bzw. diesen Problemkreis bearbeitet, betreut und weiterführt und schlussendlich auch auf europäischer Ebene löst. Das ist der Ansatz. Das wäre der Anspruch, mit dem wir hier angetreten sind. Und ich glaube, da kann jeder mitmachen, der will. Gut, gut. Germany gut. Hey Jungs, bring dein Handy. Telefon. Patrick, hat noch. Handy. Thank you.